Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute haben wir wieder ein neues Produkt zur Prüfung. Ja, die Vittori-Matte. Viele von euch haben vielleicht schon davon gehört. Manche spielen nun unter Umständen schon mit dem Gedanken, ob sie sich eine Vittori-Matte zulegen oder nicht. Wir haben sie gecheckt. Wir haben nachgeprüft. Wir haben auch ähnlich viele Anfragen und Hinweise bekommen, ob die denn gut ist, ist die sinnvoll, soll ich mir die leisten. Also haben wir gesagt, wir prüfen die für euch und haben zunächst mal Testungen gemacht mit unseren Patienten. Und tatsächlich sehen wir bei den stärkenden Programmen, sehen wir wirklich eine Stärkung vom Teste am Körper. Bei den Programmen, die Entspannung erzeugen sollen oder Heilung erzeugen, sehen wir tiefe Yin-Zustände und zwar richtig, richtig gut. Ein Medikament, wenn es einen Heilzustand macht, man kann diese Heilzustände von einem Medikament testen. Wenn man sagt, es hat zwei Yin-Zustände, dann ist es ein sehr gutes, wirksames Medikament. Diese Matte testet mit 5 Yin-Zuständen, also gigantisch toller Erfolg für so ein Produkt. Was unsere Sorge war, dass es, da es an den Strom angeschlossen wird, dass es einen Elektrosmog macht, der den Körper belastet. Das tut es in der Kurz- und Mittelzeitanwendung nicht. In der Langzeitanwendung würden wir davon eher abraten, sich da stundenlang drauf zu legen. Aber alles, was 60 bis 90 Minuten hat oder kürzer, ist völlig in Ordnung. Und da ist der gesundheitliche Benefit auf jeden Fall riesengroß. Ja, was kann die Matte jetzt eigentlich? Was ist da so toll dran? Das Besondere für mich persönlich war hier zu sehen, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, die guten, bekannten Methoden und Anwendungen aus der Biophysik zu vereinen und dadurch einen Synergieeffekt zu schaffen und das Ganze noch besser zu machen. Ja, wir kennen schon Magnetfeldtherapie mit pulsierenden Magnetfeldern. Sehr erfolgreich von der Anwendung her, sehr gut. Wir kennen die Lichttherapie, wir kennen die Arbeit mit Biophotonen. Sehr, sehr wirksam, gerade im Bereich der Zellen, der DNA, des Immunsystems, der Hormone, der Neurotransmitter, überall da wirkt Licht und Biophoton gigantisch gut. Wir kennen die Anwendung von Frequenzen. Ja, die Magnetfelder können mit Frequenzen versehen werden. Und auch da wissen wir, es gibt unglaublich tolle Möglichkeiten, mit Frequenzen im Körper regulierend zu arbeiten. Wir kennen die Anwendung von Wärme und von Infrarot und von Tiefenwärme, Tiefeninfrarot. Und das ist so toll fürs ganze System, für die Durchblutung und fürs Lymphsystem und sorgt dafür, dass viele, viele Zustände, gerade im Bereich der Muskeln und Faszien, einfach stark verbessert werden können. Aber auch die Nervenzustände. Es wirkt auch auf die Nerven, auf Nervensystem und auf den Vagusnerv. Also alles in allem, auch dieses ist mit drin. Und dann haben wir natürlich noch diese Steine. Das ist so toll, diese Matte anzuschauen. Da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, weil die passenden Edelsteine, die zu den verschiedenen Chakren gehören, sind exakt an der Stelle, wo ich auch ungefähr mit dem Chakra liege. Und das verbessert natürlich auch nochmal das ganze Biosystem. Das heißt, diese Vereinigung der verschiedenen Dinge erspart uns erstmal viele verschiedene Einzeltherapien. Wir brauchen nicht eine Magnetfeldtherapie und eine Lichttherapie und eine Infrarotsauna und noch Edelsteine. Ja, da kommt man ja aus der Therapiezeit gar nicht mehr raus. Sondern es wird vereint. Man hat mit einer Sitzung quasi all diese Dinge integriert. Und dadurch, dass sich das synergistisch verstärkt, brauche ich auch kürzere Zeit, um einen gleichen Effekt zu erzeugen. Das ist das, was wir herausgefunden haben in unseren Testungen mit der Vittori-Matte. Und tatsächlich ist es so, immer dann, wenn Probleme bestehen mit dem Blutfluss, also Sauerstoffversorgungsthemen im Körper oder allgemeine Blutflussthemen, alles was damit zusammenhängt mit dem Herz-Kreislauf-System, da ist die Matte sehr gut geeignet. Immer dann, wenn der Lymphfluss eine Rolle spielt, für die Entgiftung, für die lymphatische Versorgung, für Stauungen im Bindegewebe, fürs Abnehmen, für das Anregen vom Stoffwechsel, ist diese Matte geeignet. Immer dann, wenn Stress und Stresshormone eine Rolle spielen und das Runterfahren des Nervensystems, ist diese Matte sehr gut geeignet. Wenn chronische Schmerzen herrschen, ist diese Matte sehr gut geeignet. Immer dann, wenn mentale Themen da sind, Ängste, Depression oder andere Dinge, Gestresstheit, Gereiztheit, ist diese Matte sehr gut geeignet.
Also alles, was zu tun hat mit dem Nervensystem, dem Bindegewebe, Muskelsystem, Blutkreislaufsystem, lymphatischen System, da ist diese Matte eine riesen Unterstützung, ohne dass ich zusätzlich erstmal Medikamente brauche. Gleichzeitig ist es so, dass wenn ich eine Kur mache oder eine Medikamententherapie oder andere Dinge, verbessert die Matte die Wirkung dieser Mittel. Auch das konnten wir sehen. Und was ebenfalls klasse ist, ist, dass diese Matte dazu führt, dass die Entgiftungsleistung des Körpers insgesamt angeregt wird. Also auch da eine sehr gute und großartige Möglichkeit. Wir finden, dass diese Matte als Alleinwirkungsmethode, als Alleinheilmittel eine Berechtigung hat, als Unterstützung zu bestehenden Therapien auf jeden Fall. Ganz, ganz eklatant ist auch die Aktivierung vom Immunsystem. Das Immunsystem wird durch die verschiedenen Einflüsse, durch die Biophotonen, das Infrarot, das Magnetfeld gestärkt und aktiver gemacht und es regeneriert sich schneller. Das heißt, es kommen schneller neue Immunzellen dazu. Und auch das ist etwas, was natürlich super wichtig ist. Wir haben schon immer empfohlen, dass man biochemische Anwendungen, also Heilmittel, Kräuter, Medikamente etc. mit einer biophysikalischen Anwendung kombiniert. Dann werden die Sachen richtig stark. Dann wirkt es schneller, effektiver, wir haben kürzere Heilzeiten. Und das ist das, was wir mit der Matte sehen. Unser Tipp ist, diese Matte sich zu besorgen. Entweder, wenn man schon eine chronische Erkrankung hat und sagt, hey, ich möchte das irgendwie in den Griff kriegen oder verbessern, dann ist das eine gute Möglichkeit, aber auch wenn man noch nichts hat. Denn diese Matte ist nicht nur für Kranke, sondern ganz im Gegenteil, vor allen Dingen auch für Gesunde, die sich gesund erhalten wollen. Also Menschen, die gar nicht erst in diesen Energiestau, in diesen Lymphstau, in diese Durchblutungsstörung rein wollen, um sie dann zu behandeln, sondern die da einfach sagen, na, ich möchte Biohacking betreiben, ich möchte einfach dafür sorgen, dass mein Körper maximal gut wird. Ich persönlich habe auf dieser Matte immer das Gefühl, ich liege irgendwo in einem Hotel in der Türkei, in einem Hammam auf einem warmen Stein und ich kann super gut entspannen. Das war mein erster Impuls, als ich das Ding angemacht habe und draufgelegen bin. Ey, das ist ja wie ein Hammam. Und das ist etwas, was großartig ist für Menschen jetzt wie mir, die jetzt nicht unbedingt chronischen Erkrankungen haben, aber einfach sagen wollen, ich möchte mich gesund erhalten. Fakt ist, dass wenn immer etwas kommt, irgendwas, eine Verspannung, irgendeine Erkältung, was auch immer, ist es super, wenn ihr das Ding aus dem Schrank holen könnt und sagen könnt, okay, ich nutze das jetzt als Unterstützung. Und dafür geben wir den dicken Haken, Praxis Family checkt, richtig klasse. Wie ihr rankommt, was ihr machen könnt, findet ihr hier unter dem Video oder irgendwo drumherum. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. In dem Sinne, liebe Grüße, ciao, der Matthias.